Sudele. Dann freuen wir uns tatsächlich schon aufs nächste Spiel. Wie du ja schon sagtest, hoffentlich mit einem ähnlichen Ausgang wie im ersten. Zumindest aus unserer Ochsenhausener Sicht. Klar. Schöner Ballwechsel hier zu Beginn des zweiten Spiels. Rückhand-Rückhand-Duell der beiden Akteure. Mit dem besseren. Befinden sich noch in der Anfangsphase. Die Siegerpunkte sind für Jorgic hier. Der den Ball einfach nur rein. Jorgic. Das ist richtig gut. Und Jorgic da. Punkt. Und natürlich die Morgusi mit dem Vorhandschuss in die weite Vorhand. Und hier der Jorgic zum Ausgleich. 10:10 im ersten Satz. Eine gute Möglichkeit hier für Simon Gossi. Was von Jorgic? Da dachte Simon zwischendrin mal, dass es schon das gewesen wäre. Ganz genau. Sieht ja unscheinbar aus. Genau. Abgestochen, Simon Gossi. Hier sieht man es auf dem Flipball von Jorgic. Zu 17, liebe Sportsfreunde, gewinnt Simon Gossi den ersten Satz und bringt sich und jetzt noch viermal so. Etwas Glück dabei hier im Ballwechsel. Gossi entschuldigt sich natürlich direkt.
Schuft. Zaubern. Glück hier. Von Musik. Uiui. Und den vierten Satzball nutzt Darko Jorgic, gewinnt 11:6. Schauen wir mal, wie Satz Nummer 3 losgeht. Jorgic direkt mit dem Ausschlag. Klar, hier war ein Netzroller dabei, ein bisschen Glück. Nichtsdestotrotz, was war das denn? Und da versucht er zu zaubern, Simogosi mit der beidhändigen Rückhand und auch den Stoppball. Versucht er. Wieder mit dem Netzroller von Darko Jorgic, nachdem er den Aufschlag komplett falsch gelesen hat. Und weiter geht's hier im vierten Satz des zweiten Spiels vom heutigen Abend. Simogosi mit dem Aufschlag. Effet legen, als auf Tempo. Willst du mich sagen? Abstechen ist es ja nicht, abstechen ist die andere Seite. Suchen wir uns doch wieder einen Namen mit irgendeiner Frucht aus. Aktiven Spiel von Simogosi lässt sich nicht weiter vom Tisch wegdrängen, hält seine Distanz und hier sucht er sich den besten. Jedem das seine. Aus dem Topspin-Duell von beiden Spielern hier mit dem besseren Ende für Simogosi, der jetzt. Richtig schön angetäuscht, Simogosi, hier sieht man es. Und im letzten Moment hier. 0-0. Ich habe ja gerade eine Nachricht bekommen von dem lieben Herrn Erik Bottroff.
der hier auch gerade Zuhörer ist. Sehr guter Freund von mir, auch ehemaliger Nationalspieler an meiner Seite. Aus für Ochsenhausen? Ja. Also hier Rückhand, wie druckvoll Darko Jorgic hier am Ball bleibt und sich nicht beeindrucken lässt oder beirren lässt. Wunder von ganz hinterm Tisch. In der Zeit über wird man sie morgen sie wahrscheinlich nicht mehr sehen. Oh, doch, gerade so. Ein bisschen noch. Oh, denn für ein Ballwechsel? Ich glaube, mein Schwein pfeift, liebe Sportsfreunde. Unfassbar, hier war ja alles dabei. Und es ging in alle. Die Schiedsrichter suchen sich auch einen guten Zeitpunkt aus. Was hier gerade gespielt wird, das ist ja wirklich... Dieser brutale Wechsel von diesen sehr kurzen Ballwechseln zu jetzt eigentlich die letzten 3, 4, 5. Wunderschön parallel gespielt. Alles dabei. Simon Gosset versucht es fest, denn mit Spin und dann macht er wieder diesen Reverse Chop Block, wie ich ihn jetzt getauft habe. Aber und erhöht auf 3 Punkte Abstand. Und er holt das Ding, den ersten Matchball holt er sich. 11:6 gewinnt Gosset, bringt sich natürlich jetzt.